Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los, nur Mut. Nur noch ein Tag. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und ich will hier bleiben. Wirklich? Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, hallo Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hört zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist. Deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Dreh dich endlich. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Dummes Drecksteil! Das sollte passen. Du magst das Ignifa, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Roderick? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Roderick-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus. Schon dabei. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit hey, bist. Hey, geht es dir gut? Ja. Warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knaps auch.
Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik, das ist sinnlos. Es ist schon ein Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amicia, erlaubt diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bad, du stinkst. Welch lieblicher Minnesänger ihr noch seid. Dann mal los, das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Gut, ich bin fertig. Stimmt was nicht?
nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich. Sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke dir ein Feuerbecken rüber. Versuche es zu erreichen. Gut, ich zähle auf dich. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Geht es euch gut? Nein. Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele.
Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! Geh! Tu, was getan werden muss. Hugo! Los! Hugo! Das war Ellie, Hugo! Was machst du an ganz der Tür? Sicher! Sie geht nicht hier. Nach! Was haben sie Aus mit ihm gemacht? Aus dem Weg! Die Ratten! Er kann sie kontrollieren. Da. Ja, mit der Bitte Makula. Schön. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend gleich durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann. Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia, er hat recht. Geh durch. Nein, nein. Deine Mutter vor deinen Augen. Hugo, ich bin Amicia, deine Schwester. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Hugo, nein. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelleträger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass sie nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast! Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein! Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors. Akku jetzt! Sterb! Ihr werdet in der Hölle sterben! Wir haben den Bastard! Amicia! Sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal! Schon gut. Bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein. Nein. Ich. Hugo. Ich wollte dich beschützen. Ich. Bitte. Du hast gelogen. Nein. Du hast es geschafft! Nein! Arthur! Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Angst vom Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten.
Wir retten Amicia. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst! Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden! Wir alle! Sie haben meinen Bruder! Dein Vater! Euren! Wir haben nichts mehr! Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind 5 gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis. Jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Mama finden. Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten.
Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Oh Mist! Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Oh, Melly, warte! Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber... Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Vorsicht! Hey, glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Tal weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch. Wir wissen nicht mal, was in dieser Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Der ist für dich. Du bist erledigt. Gut gemacht. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden.
Geräusch her, Mann? Nichts! Ihr werdet den ganzen Tag nicht mehr erleben! Bringen wir es hinter uns.
Jung mit seinem eigenen vermengt. Ich weiß, dass das möglich ist. Zwei Wachen, eine für jeden. Aber entweder das oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Rodrik, du bist dran. Ist recht. Wow. Durch mit euch. Schnell. Vorsicht. Hoch. Na gut, kein Mucks. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Verschlossen.
Ich brech sie auf. Dreckstück! Dir zeig ich's! Da kommen die Wachen! Roderick, geh in Deckung! Hugo kümmert sich um sie! Viel Spaß! Weil ihn nie wütend macht. Bis in die Hölle. Übernehmen? Ist recht. Die Decke stürzt gleich ein. Beruhige dich. Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Das muss der Ausgang sein. Sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Feuer! In Deckung, Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen auf.
Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Das sollte mir die Sache erleichtern. Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Roderick. Mach dir um mich keine Sorgen, Knips. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Roderick. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Hugo, los. Jetzt du. Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter.